Wir haben ja schon gehört, dass es heute noch keinen Sekt gibt, aber beim nächsten Mal haben wir mit Sicherheit welche dabei, wenn wir dann hier auch die Einweihung feiern dürfen. Wir gehen davon aus, dass das nicht mehr ganz so lange sein wird, weil die Modulbauweise ja, da werden gleich die Kollegen sicherlich ein bisschen was zu sagen, ganz schnell geht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich jetzt schon mal bei allen Beteiligten bedanken für das, was geleistet worden ist. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, dass wir auch als Sparkasse dazu beitragen können, für unsere Stadt dementsprechend hier bei den Kindergartenplätzen mitzuwirken. Wir hatten vor kurzem ja schon das Vergnügen, dass wir in der Oststraße mit den Kindern loslegen durften. Da waren wir ein bisschen früher dran als hier im Hackenberg. Aber nichtsdestotrotz dürfen auch hier 80 Kinder bald einziehen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte für Remscheid, für Lennep und damit eben auch für diesen Standort hier. Insofern freuen wir uns da sehr drauf, dass wir insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt, Thomas, ich gucke mal zu dir und Burkhard, da eben jetzt einen großen Schritt weitergekommen sind und endlich wir jetzt hier heute stehen dürfen. Danke für die Unterstützung an alle und herzlich willkommen hier. Ja, lieber Michael, liebe Kindergartenverantwortliche, ich nehme Sie jetzt alle mit in die Küche. Ich fange auch mit dem Dankeschön an. Der Prozess hierhin, dass wir hier heute stehen, ist ein etwas längerer gewesen. Das ist eine Herausforderung gewesen. Und bei Frau Schröder stellvertretend für die Schulgemeinde, bei den Anlegern hier. Wir haben lange auch gefragt, wie kriegen wir diesen Standort hin? Weil war ja keine ganz einfache Frage. Doppelgeschossig, eingeschossig, wie kriegen wir das mit der Fläche hin? Die Nähe, was verliert oder wo ist die Schnittstelle zur Schule? Gibt es räumliche Probleme? All das ist gelungen, in den Griff zu bekommen. In einem Augenblick wird viel gehobelt und ein riesiger LKW vor der Tür ist natürlich auch etwas, was nicht so ganz einfach ist. Aber wenn die 13 Module jetzt stehen, dann wird es auch wieder ruhiger hier. Aber das viel Wichtigere ist, wir kriegen wieder einen Kindergarten. Wieder einen neuen Kindergarten in unserer Stadt. Und ich bin ja ein bisschen länger hier schon mit dem Thema befasst. Und ich kenne auch Zeiten, haben wir darüber diskutiert, ob die Kinder, dass wir hoffentlich Anfang Januar starten können. Wir brauchen noch Kolleginnen und Kollegen. Einfach schön zu sehen, dass jetzt so langsam aber sicher eine neue Kita entsteht, diesmal mit 4 Gruppen, 80 Plätzen insgesamt, von der Elterninitiative mit dem Investor Sparkasse. Das ist sozusagen für uns der Endspurt bei dem großen Projekt, diese hunderte von Plätzen, weit über 1400, dann auch zu schaffen. In vielen Bezirken der Stadt Remscheid sind jetzt schon neue Kitas entstanden. Wir haben noch einen Weg vor uns. Die Projekte, die sind tatsächlich auch schon definiert. Wir haben noch 600 Plätze insgesamt zu schaffen in den nächsten Jahren. Und wie lang ist der Weg dann? Maximal 2 Jahre. Ist ein schöner Tag für uns, nach vielen Jahren Planung wieder ein weiteres Projekt zu sehen. Es ist schon ein echtes Husarenstück in einer Stadt. 16, 17, 18 Kitas, die jeweils 2000 Quadratmeter benötigen, noch hinzubekommen. Das gelingt nur mit tollen Investoren und tollen Kita-Trägern, mit denen wir gut als Verwaltung zusammenarbeiten. Ja.
wenn man diese Maschine, ja, dann wird man wieder hast du vielleicht hier? Ich freue mich da unheimlich drauf, dieses Haus mit Leben zu füllen, mit den Kindern dort zu sein, mit Eltern zu leben, alles neu zu gestalten und ja, einfach nur fröhlich sein und die Welt zu entdecken. Wann glauben Sie denn, wird Einweihung sein? Einweihung kann ich jetzt noch nicht genau festlegen. Wir werden voraussichtlich mit den Kindern im Januar einziehen können. Das geht relativ schnell, ne? Ja, das geht recht flott. Da freuen wir uns auch drauf, dass das so schnell geht. Und ich glaube, auch viele Familien freuen sich, wenn sie dann die Kita mit uns besuchen können. Jetzt! Datenschlag!